Hey und herzlich willkommen zu meinen Witchery-Tutorials. Heute möchte ich euch ein kleines, ganz nützliches Tool zeigen, was Gott sei Dank nicht sehr teuer ist. Und ja, ich würde sagen, das mache ich einfach mal. Und zwar geht es um diesen Water Diviner, der uns halt eben zu Wasser führt. Genau. Und ich werde den mal eben kurz craften. So ist sehr simpel das Rezept, kostet quasi fast gar nichts. Einmal brauchen wir hier die Tear of the Goddess, das ist eigentlich schon so ziemlich das Wertvollste quasi in dem Rezept. Ein paar Sticks drumherum und halt eben ganz normale Water Bottles. Und dann bekommt ihr sowas hier. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich noch. Ich werde das jetzt nochmal kurz weiter craften. Ihr seht ja, ich habe mir schon mal einen gebaut. Und zwar gibt es dasselbe auch in Lava. Ein Tool, um Lava zu finden. Und das ist ja normalerweise eher das, was man braucht, weil ich meine, Wasser gibt es ja eigentlich überall. Genau. Und da brauchen wir halt einfach nur drei Blaze Rods für. Einmal schön drumherum angeordnet und dann funktioniert das. Genau. Und wie die jetzt funktionieren, das ist ja eigentlich so das hauptsächlich Spannende. Ich glaube, ich werde das hier mal hier versuchen. Und zwar könnt ihr hier auf den Block draufklicken. Bim. Und da war jetzt anscheinend nichts drunter. Moment, ich guck mal, ob wir hier irgendwo, hier müsste eigentlich. Ist das zu weit weg? Und zwar müsste eigentlich der Block dann ein weißes Feedback geben, sage ich jetzt mal. Ach nein, okay, doch, das war schon das Weiße. Au. Was ist passiert? Es ist Nacht. Naja, gut. Also auf jeden Fall dann andersrum. Das hier ist das, was nicht funktioniert. Das da oben war der das Feedback, was kommt, wenn tatsächlich ein Wasserblock vorhanden ist unter dem Block, wo man eben drauf geklickt hat. Also es sagt nicht an, ob irgendwie in der Nähe oder so irgendwas ist, sondern nur unter wirklich dem Block, unter dem man drauf geklickt hat. Probieren wir das mal kurz bei hierbei, genau. Hier braucht er nicht lange suchen. Da ist direkt unter dem. Ich fand, das sah irgendwie sehr grau aus. Aber okay, das ist anscheinend das, wie es aussieht, wenn es funktioniert, wenn tatsächlich ein Block Wasser drunter ist. Ich meine, hier sieht man es ja direkt, da ist das nicht so schwer. Und hier muss er sehr, sehr lange suchen. Und genau, dann kommen diese Rauchschwaden daraus. Sieht also tatsächlich so ähnlich aus wie bei Bruce oder so, wenn es dann nicht mehr funktioniert. Das bedeutet, hier ist halt eben bis zum Bedrock dann kein Wasser mehr vorhanden. Genau, das ist halt erstmal nicht so spannend, weil, naja, Wasser ist halt nicht so spannend. Aber wir können jetzt mal versuchen, das mit Lava zu machen. Ha, zum Beispiel unter diesem Block ist irgendwo ein Block Lava. Und dann können wir uns da jetzt theoretisch runterbuddeln und gucken, ob wir die Lava finden. Da ist auch Lava. Da ist keine Lava. Okay, ja. Also das ist eigentlich das, wie man diesen kleinen, dieses, ja, das ist nicht gut. Hier kann ich nicht schwimmen. Hust. Ja. Ja. Das wollte ich nur kurz gezeigt haben, wie das funktioniert und beziehungsweise wie man die baut. Weil zumindest das mit Lava finde ich doch eigentlich recht praktisch. Ich bin nämlich immer so ein Mensch, der stundenlang auf Lavasuche geht und einfach keine findet oder so. Insbesondere wenn man dann eigentlich in den Nether will, und vorher halt eben Obsidian braucht oder so. Genau, da finde ich das eigentlich ganz praktisch, wenn man das mal so hat oder so. Ja, das wollte ich eigentlich nur mal kurz gezeigt haben. Wünsche ich euch viel Spaß mit eurer neuen Lava oder so. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!